Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirsa und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 21 Video hier auf meinem YouTube-Channel. My Friends, das heutige Video handelt um meine Kamera- bzw. Controller-Einstellungen. Ihr habt in den Kommentaren immer wieder geschrieben, Mirsa, wie sieht's denn mit deinen Controller-Einstellungen aus? Was hast du genau für Einstellungen? Das gleiche in den Livestreams, ne, wo wir die NGU to Glory gemeinsam machen. Und ja, ich habe mir einfach jetzt vorgenommen, ich mache dieses Video jetzt einmal, weil es einfach wichtig ist. Und ich möchte gleichzeitig in diesem Video auf alles eingehen, was genau was bedeutet und warum ich was an- bzw. aushabe. Ja, Semi, Mithilfe, keine Hilfe, alles drum und dran, damit ihr für euch Bescheid wisst, was wollt ihr in Wirklichkeit verwenden und was ist vielleicht gar nicht so gut für euch. Und ich habe die Livestreams erwähnt, Leute, checkt gerne einmal meine Videobeschreibung aus, da kommt ihr nämlich auch zur NGU to Glory hin, wo ihr sehr, sehr viel lernen werdet, 5-6 Mal die Woche, schaut einfach mal vorbei und supportet mich, ich supporte euch, wir supporten uns und genießen einfach die geile Zeit. Also, wir gehen jetzt gleich mal rüber und schauen uns mal die Kameraeinstellungen an und im Anschluss dann die Controller-Einstellungen. Wir switchen hier einmal das Bild. So, also ihr seht jetzt hier einmal bei Spieleinstellungen gleich, was ich denn für eine Kamera spiele. Ich denke, das ist auch für viele von euch wichtig. Und zwar ist es Übertragung Tele, beziehungsweise ich sage Teleübertragung dazu, Leute, weil man einfach wirklich viel vom Spielfeld sieht. Um vorauszusetzen, dass man auch wirklich sehr viel vom Spielfeld sieht, stelle ich hier unten nochmal bei Kameraeinstellungen auf Individuell. Das hat sich jetzt wieder zurückgestellt. Da mache ich einfach hier Kamerahöhe auf 20 und Zoom auf 0. Dann habt ihr wirklich einen guten Mix. Ihr habt sehr viel Übersicht und das Spiel wirkt sehr dynamisch und ihr habt vor allem einen guten Winkel, um zu sehen, wann könnt ihr gut tackeln. Kameraeinstellungen sind sehr, sehr wichtig, um genau das zu erkennen, my friends. Ich empfehle jetzt nicht so mega diese Kooperativeinstellung. Ich weiß, einige von euch haben mir das auch empfohlen. Mirsa, probier das mal. Das ist viel zu weit oben und vor allem ist es so, ja, keine Ahnung, dynamisch, dass sich die Kamera immer wieder bewegt und ihren Winkel verändert. Das gefällt mir gar nicht. Also hier habt ihr immer den gleichen Winkel, immer einen guten Überblick über das Spiel und deswegen wisst ihr dann ganz genau, okay, so greife ich an, so werde ich jetzt hier mein Tackling ansetzen, so sehe ich den Gegner am besten. Und das waren jetzt in dem Fall meine Kameraeinstellungen, war jetzt kein großes Hexenwerk, my friends. Wir gehen mal zu den Controller-Einstellungen und das ist deutlich kniffliger. Ich werde jetzt mit euch alles durchgehen. Ich möchte mit euch alles durchgehen, weil ich euch auch erklären möchte, was genau das bedeutet und vielleicht macht ihr es ja doch ein bisschen anders, als ich es mache, my friends, ja. Ich habe das, was ich hier habe, deswegen da, weil ich mich damit am meisten wohlfühle. Ich habe mich auch damit beschäftigt, was die ganzen neuen Sachen bedeuten, die hier mit drin sind. Aber wir fangen einfach mal ganz oben an und ich erkläre euch das mal. FIFA Trainer, ich denke, das ist klar, ne? Ausblenden, den braucht kein Mensch. Abschluss-Timing, das ist das Time-Finishing. Das würde ich auf jeden Fall mal drin lassen, wenn ihr Bock habt, das ab und zu verwenden. Wenn ihr sagt, ihr macht grundsätzlich kein Time-Finish, dann macht es mal aus. Weil es kann natürlich sein, dass manchmal eine Eingabe von euch nicht richtig angenommen wird. Ihr wollt gerade schießen, er schießt nicht und dann wollt ihr nochmal drücken und dann macht er ein rotes Time-Finish, weil ihr zweimal schießen gedrückt habt. Ne? Obwohl die erste Eingabe noch nicht ausgeführt wurde. Sie war aber schon drin. Deswegen, um das zu vermeiden, könnt ihr ausstellen. Ich habe es einfach noch drinnen, weil ich vielleicht ab und zu doch mal Time-Finishing ausprobieren werde. Nächstes ist bei nächster Spielerwechselanzeige. Das bedeutet, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn ihr den aktiven Spieler führt, euer zweiter Spieler, irgendein zweiter Spieler auf dem Spielfeld, oben so einen Pfeil hat, einen weißen Pfeil in dem Fall. Der ist in der Nähe, das ist der nächstgelegene Spieler bei euch, vor allem in der Defensive, wenn ihr verteidigt. Ihr merkt das nämlich daran, dass wenn ihr dann L1 drückt, Spielerwechsel, dann wird er zu diesem Spieler wechseln. Ihr erkennt das nämlich, das ist der nächste Spieler, das steht da unten auch, ne? Der anzeigt, welchen Spieler du übernimmst, wenn du in der Abwehr L1 drückst. Ich würde das drin lassen, my friends. Ihr bekommt ein gutes Gefühl dafür, okay, was ist jetzt der nächste Spieler, zu dem es gleich geht. Und ihr könnt dann immer noch selbst entscheiden, wollt ihr diesen Spieler haben oder wollt ihr mit dem rechten Stick doch einen ganz anderen Spieler anwählen. Mit dem rechten Stick habt ihr dann noch viel mehr Möglichkeiten. Also ich würde es anlassen. Passblockhilfe würde ich auf jeden Fall anlassen, my friends. Nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Da werden halt eben von euren CPU-Spielern Pässe geblockt, die geblockt werden können. Also lasst das auf jeden Fall drin. Auto wechseln, das ist die erste knifflige Situation. Was ist hier richtig? Manuell, Bälle in der Luft, das ist hier in dem Fall jetzt hohe freie Bälle, haben sie verändert, oder automatisch? Also das auf gar keinen Fall. Never ever you do auto block here in this FIFA 21 game, okay? Dann, was? Hohe freie Bälle oder manuell? So, ich habe immer schon manuell drin gehabt, einfach aus dem Grund, weil ich sehr gerne selbst alles kontrolliere und alle Spieler selber wechseln. Egal ob hohe Bälle, egal ob flache Bälle, was auch immer, ich möchte alles immer selber machen. Das habe ich, seit ich FIFA spiele, drin.
Aber hohe freie Bälle bzw. Bälle in der Luft, sage ich einfach dazu, ist auch richtig und gut, wenn ihr Bock habt, dass beispielsweise irgendwann mal ein langer Ball kommt, dass der Spieler bei einem langen Ball automatisch den Spieler anwählt, der gerade im Duell ist mit dem anderen Spieler, zu dem der gegnerische Spieler spielt. Oder eben bei Flanken zum Beispiel oder bei Ecken oder so. Dann wechselt er. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr die Angewohnheit habt, danach selber zu wechseln, kann es passieren, dass der Spieler euch hinwechselt, also die CPU wechselt euch, nehmt euch den Spieler an und ihr drückt aber L1, um zum Spieler zu wechseln und dann nehmt ihr einen ganz anderen Spieler, weil der CPU oder die CPU ja schon gewechselt hat. Da müsst ihr aufpassen. Seid ihr nämlich so jemand, der gerne dann eigentlich selber dahin wechseln möchte, dann spielt lieber manuell, weil sonst kann es knifflig werden. Also da in dem Fall bleibt bei mir manuell. Der nächste Schritt, dann Autowechseln, Bewegungshilfe. Das ist auch ganz wichtig, my friends, wenn ihr Bälle in der Luft drin habt. Das hat keinen Einfluss auf manuell. Also ich sage euch, was das hier bedeutet. Ihr seht doch unten, die Autowechseln, Bewegungshilfe lässt den Spieler, zu dem automatisch gewechselt wird, für kurze Zeit weiter in die ursprüngliche Richtung laufen. So hast du die Zeit, dich auf die beabsichtigte Laufrichtung einzustellen. Ihr könnt euch das so vorstellen, my friends. Ihr lauft jetzt gerade quasi in eine Richtung. Der Gegner spielt plötzlich einen langen Ball. Ihr seid überrascht. Euer CPU wechselt euch zu dem Spieler, der in der Nähe vom gegnerischen Spieler ist und ihr habt es aber nicht erwartet und ihr vergesst, in die Richtung zu laufen. Dann bleibt euer Spieler plötzlich stehen, wenn ihr keinen drin habt. Er bleibt stehen und dann lauft ihr weiter. Und diese kleine Millisekunde verschafft dem Gegner schon einen Vorsprung. Ja? Das ist eben das Problem. Das ist ähnlich wie wenn ihr zum Beispiel 100 Meter lauft. Ne? Ihr seid alle ready, ihr wartet alle und dann heißt ready, set, Go, ne, und ihr verpeilt das Go um eine Millisekunde und euer Gegner sprintet vorher weg, ne, und wenn es Usain Bolt ist, ist sowieso vorbei, dann holt ihr den nicht mehr ein, wenn die ungefähr gleich schnell sind. Das heißt, du müsst wirklich auf Zack, on Point immer sofort da sein und nicht eine Millisekunde später, weil sonst bist du nicht mehr auf Zack. Deswegen empfehle ich hier, wenn ihr Bälle in der Luft habt, auf jeden Fall partiell reinzunehmen, dann läuft er nur eine kleine Zeit weiter und ihr übernehmt dann sofort. Das ist eine gute Mischung. Bei voll läuft er schon ordentlich, aber das Ding ist, wenn ihr voll nehmt, dann läuft er in die Richtung, in die die CPU gelaufen ist und ihr wollt aber vielleicht danach die Richtung ändern, weil der Gegner ebenfalls seine Richtung ändert. Deswegen braucht ihr eher partiell, damit ihr schnell danach übernehmt, aber nicht direkt zu Beginn. Wisst ihr, was ich meine? Balance, wie ich immer sage. Der gute Mittelweg, ne? Partiell in dem Fall hier. Und bei Abdrängen, in dem Fall unterstützt, nehmt das mit, Leute, weil Abdrängen bedeutet, ihr seht es da, wird unterstützt, damit du nah am Gegner bleiben kannst. Das ist zum Beispiel, wenn ihr mit L2, R2 auch verteidigt und ihr seid in der Nähe des Gegners, dann wird hier unterstützt, dass ihr hier mit am Start bleibt, dass der Gegner euch nicht davonlaufen kann. Wenn ihr das gut macht mit L2, R2, braucht ihr das eh nicht so krass. Aber ich hab's drin, ne? Ihr könnt hier auswählen, manuell oder unterstützt. Ihr seht hier, beim Abdrängen gibt es weder Tempounterstützung noch Richtungsunterstützung. Du bist also auf dich selbst gestellt. Da wir eh selber verteidigen mit L2, R2, ist es eh egal, aber wir nehmen es trotzdem mit. Manchmal kann es schon eine Hilfe sein. Was eine Hilfe ist, nehmen wir als Hilfe mit. Ne? Ist einfach so. So, dann automatische Flairpässe. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie situationsbedingt erkennt, okay, da kann ein Flairpass und der wird dann zum Flairpass, dann nimmt man das natürlich auch mit. Automatische Befreiungsschläge, ja, nehmen wir auch mit. Da aber, wenn ihr euch das sehr oft abfuckt und ihr euch denkt, hey, I didn't want to shoot this ball away into the out. Na? Dann schaltet das lieber aus. Mir sagt, what the hell are you doing and thinking? So, zurück wieder. Wenn euch das so abfuckt, dass der immer wieder den raushaut, bei mir ist es nicht so häufig passiert bisher, deswegen habe ich es auch weiterhin drin, aber es kann euch manchmal auch wirklich den Arsch retten. Deswegen lasst es erstmal auf ein, außer es fuckt euch ab, okay? So, automatische Schüsse, kontextbasiert, ja, kann man mal nehmen, weil manchmal ist es so, dass zum Beispiel, ihr geht nach außen, ihr kommt von außen und wollt den Zerstörer zum Beispiel machen, den druckvollen Pass in die Mitte. Und ihr wollt zu dem einen Spieler eigentlich spielen, der da steht und da ist noch ein zweiter Spieler. Und ihr spielt zu dem einen und er verkackt aber den Pass und der kommt viel zu weit und ihr habt das Timing verschissen, weil ihr damit gerechnet habt, der kommt jetzt da vorne. Und dann ist er hinten und der schießt dann eben manchmal, weil der einfach sich denkt, ja okay, das Tor ist halt leer, ich mach den einfach mal rein. Ne? Deswegen nehmt das lieber mit, Leute. Also manchmal habe ich das schon gemerkt, dass die Leute, dass meine Spieler geschossen haben oder halt eben einen Kopfball gemacht haben, wo ich mir denke, hey, I didn't drück Kopfball, why is he köpfing? Naja, nehmen wir mit, okay? So, ich glaube, das ist eh auch hier irgendwo mit drin. Spielerfestlegung, das ist eben das neue Feature mit L3 und R3, wenn ihr den rechten und den linken Stick einmal reindrückt, okay? Ihr drückt den rechten und linken Stick rein, dann könnt ihr, wenn ihr danach mit dem rechten Stick arbeitet, ihr seht dann, bewege dann ruckartig den rechten Stick, um vom Dribbler wegzuwechseln. Dann könnt ihr irgendeinen anderen Spieler auf dem Feld annehmen und in irgendeine Richtung ziehen.
Das heißt, ihr zieht zum Beispiel den Flügelspieler extrem weit auf den Flügel und drückt dann einfach Dreieck oder X und dann wird euer Spieler, der gerade von der CPU gesteuert wird, diesen X oder den Dreieckpass spielen zu euch. Ist ein sehr geiles Feature, komplex, aber könnte Meta sein, wenn man ja lernt, damit umzugehen. Ich kann es selbst noch nicht so gut, aber lasst es auf jeden Fall drin. Ihr müsst es ja erstmal mit L3, R3 aktivieren, von daher, who cares. So, kontextabhängiges agiles Dribbling. Ihr seht hier, das ist das erste Mal, dass ich bei einer Hilfestellung aushabe. Ich hatte das eine lange Zeit drin, Leute. Das ist dieses, ihr habt den Ball, der Gegner steht vor euch, ihr seid zum Beispiel am 16er, okay? Und der Gegner steht jetzt vor euch, auf einmal fängt euer Spieler den hier zu machen an. Ja, fängt an sich zu bewegen, links, rechts, nach hinten, so ganz komisch. Und ihr wolltet euch eigentlich nur wegdrehen, nach links oder nach rechts, auf einmal fängt ihr an, den zu machen. Und ich denke euch so, why are you dancing, Alter? Sind wir hier bei Dirty Dancing, Dancing Stars, Let's Dance oder was auch immer, ne? Samba net, was machst denn du da, Alter? Ne? Und deswegen habe ich das ausgestellt, weil ich später gemerkt habe, das hat mir sehr geholfen, ich habe die Kontrolle, ich kann immer das machen, was ich will und nicht, dass der einfach willkürlich anfängt zu tanzen. What is happening? Fehlt nur noch, dass der Gegner klatscht und sich denkt, oh, nice dance moves, my friend. Ne? Also, ich habe es ausgestellt, weil ich dieses Zickzack-Dribbling ja effektiv verwenden möchte. Immer, wenn ich will und nicht plötzlich fängt er an zu tanzen. Zickzack-Dribbling, Leute, Tutorial, wisst ihr ja, ne? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe es gestern hochgeladen. Hier, schaut es euch an, ich verlinke es euch hier. Unbedingt gönnen und dann seid ihr absolut maschinenhaft nach vorne. So, Kopfballunterstützung ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Manchmal köpft er dann einfach selber, nehmen wir mit, ne? Wechselrechter Stick. So, das ist auch wichtig, my friends. Hier gibt es zwei verschiedene Sachen. Einmal spielerabhängig und einmal ballabhängig. What does this mean, the both things? Ich habe hier in dem Fall spielerabhängig, weil das die klassische Einstellung ist, die es jahrelang gegeben hat. Früher gab es nicht mal dieses Setting. Das bedeutet, dass der gesteuerte Spieler von dir, beispielsweise stellt euch vor jetzt, wir spielen von rechts nach links und ihr habt gerade den linken Innenverteidiger, den unteren, okay? So, ihr habt den unteren Innenverteidiger und ihr wollt jetzt auf den rechten, auf den Mitspieler, auf den rechten Innenverteidiger switchen. Dann flickt ihr quasi den rechten Stick nach oben, weil der Ausgangspunkt ist euer angewählter Innenverteidiger. Und bei ballabhängig ist der Ausgangspunkt nicht euer angewählter Innenverteidiger, sondern der Ball, wenn der Gegner hier steht, du hast den Innenverteidiger, du willst den Innenverteidiger, dann flickst du nicht mehr nach oben, sondern du flickst schräg, weil der Ausgangspunkt nicht der hier ist, hier nach oben flicken, sondern schräg flicken, weil der Ball der Ausgangspunkt ist. Und das ist ein bisschen verwirrend. Aber vielleicht passt das ja einigen von euch, dann nehmt ihr ballabhängig. Aber das ist der große Unterschied. Einmal der Spieler und einmal der Ball, ja, als Ausgangspunkt. Deswegen spielerabhängig finde ich besser. Dann habt ihr Flachpassunterstützung, also das ist Autopässe, flach mit Hilfe, klar. Steilpass mit Hilfe, ja. Auto, Steilpässe, Schusshilfe nehmen wir mit. Das ist alles wie früher, damit ihr halt aufs Tor schießt und so weiter. Flankenhilfe, das ist interessant. Hier mit Hilfe, ich hatte früher immer Semi. Ich finde, dass mit Hilfe jetzt richtig ist, weil so wird trotzdem dosiert, welche Richtung und die Stärke. Die wird jetzt richtig dosiert. Früher war das bei Semi der Fall nämlich. Aber jetzt passt das so. Bei Semi ist es dann so, dass du noch mehr die Richtung bestimmen musst. Das heißt, oftmals geht der Ball komplett ins Nirvana, weil das deutlich empfindlicher ist in FIFA 21. Also lass lieber Mithilfe, Heberhilfe auch mit am Start, Paradenhilfe habe ich selber noch nicht herausgefunden, was besser ist, Mithilfe oder Semi. Ich habe es mal drin, habe ich jetzt noch nicht so gecheckt, was der Unterschied ist, so krass. Vielleicht wisst ihr es, dann kommentiert es in den Kommentaren. Ansonsten habe ich hier Semi. Analog-Sprint, auch wichtig, habe ich hier auf Aus. Da geht es darum, dass wenn ihr die Sprint-Taste drückt, ob er langsam hier anfängt zu sprinten. Je stärker ihr die Sprint-Taste drückt, desto schneller sprintet er. Oder ob ihr einfach Sprinten drückt und der sprintet weg. Ich finde das wichtig. Also schaltet es aus, weil dann könnt ihr bei den Dribblings, sagen wir mal, ihr macht Zickzack-Dribbling. Und dann wollt ihr links andeuten, rechts vorbeigehen und dann boom, wegziehen. Dann zieht ihr viel schneller davon, wenn ihr natürlich auf einmal vollen Boost habt und nicht langsam immer schneller werden. Versteht ihr? Jo, Tactical Defending ist eh klar und Passempfänger festlegen habe ich auch früh und da gibt es früh und spät. Was ist hier der Unterschied, my friends? Früh bedeutet, dass in dem Fall, ihr drückt den Pass und der Passempfänger wird sofort festgelegt und ihr könnt nichts dran ändern. Okay, das heißt, der kommt zu diesem Spieler hin. Bei spät könnt ihr im letzten Moment, während der Spieler von euch die Eingabe macht, den Pass zu spielen, also die Bewegung, könnt ihr noch den Passempfänger am Ende noch verändern. Zum Beispiel, ihr wollt doch woanders hinspielen. Nicht zum Flügel, sondern zum Stürmer. Warum habe ich hier früh? Weil die Server in den letzten Jahren scheiße waren. Und ihr müsst euch vorstellen, du spielst den X-Pass und du denkst dir so, X und dann wird der gespielt. Jetzt drückst du X. Und dann macht ja mal gar nichts, weil eine halbe Sekunde später die Eingabe funktioniert. Und dann willst du eigentlich schon, nachdem der X-Pass gespielt wurde, eine Drehung machen mit dem Spieler. Das heißt, der Ball kommt und du willst danach nach links
rüberziehen. Ne? So, jetzt drückst du X, der macht erstmal gar nichts, geschweige denn rüberzuziehen. Und dann im Endeffekt spielt er den Ball auf einmal irgendwo komplett anders hin. Links, zum Stürmer oder so. Da wolltest du nicht hin. Warum? Weil das Spiel sich gedacht hat, er hat seine Richtung verändert. Habe ich aber gar nicht. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass hier so eine scheiß Verbindung ist, diese Server, ne? Und dass ich dann im Endeffekt alles verschissen habe. So, und deswegen habe ich hier früh eingestellt, damit mir das nicht mehr passieren kann, my friends. Geheimtipp von eurem Mirza Miyagi. Ja, somit sind wir auch durch. Ich denke, das war ein sehr detailliertes Controller- und Kameraeinstellungen-Video. Ich glaube, es ist auch ein bisschen länger gegangen, aber lieber einmal machen und dann im Detail, als irgendwie so wischwasch, bla bla, 5 Minuten, macht gar keinen Sinn, finde ich. Also, wenn euch das Video hier gefallen und vor allem weitergeholfen hat, my friends, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben. Ihr wisst ja, Support ist kein More. Schaffen wir 2000 Likes Minimum darauf, this would be very, very nice from you guys. Abonniert diesen Kanal für mehr FIFA 21 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und selbst verständlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein Video online ist. Very important. In der Videobeschreibung findet ihr, wie erwähnt, meinen Weg zur NGU to Glory, wo ich das Ganze streame, wo ihr mich begleiten könnt, wo ich euch viele Tipps live gebe und wo wir gemeinsam einfach die NGU to Glory durchziehen, ihr mich vielleicht nebenbei laufen lasst. Schaut unbedingt vorbei, ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich auf jeden einzelnen neuen, der hier sich einen Twitch-Account innerhalb von einer Minute erstellt und mir dann drüben in dem Chat schreibt, hey Mirza, ich bin neu hier, erstes Mal heute Account erstellt. Also ich freue mich auf jeden Einzelnen, der mit dabei ist, Leute. Es ist eine geile Reise, wir machen das das ganze Jahr über. Und ja, Instagram natürlich gerne abchecken. Da läuft noch immer das Giveaway von der Skill Like a Pro Serie. Schaut am Anfang vom Skill Like a Pro Video vorbei, wie ihr 20 Euro PSN Xbox PC Karte gewinnen könnt. Das läuft noch, my friends. Also, ja, das war's für heute. Let's go, Digga, I would say. Und wir sehen uns wie immer in aller Freshheit bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann!